Hallo YouTube, hier sind wir wieder mit einer weiteren Runde Let's Play Minecraft Minigames mit Master Builders und dem Markus. Und eine neue blinde Runde. Das heißt, ihr wisst nicht, was wir bauen. Aha. Naja. Dann mache ich erstmal das. Ich habe erstmal das Wetter eingestellt. Gewinter, Donner. Ja, bestimmt. So. Ich finde es gut, dass die Suche auf Deutsch funktioniert. Ich glaube, das bezieht sich auf die Sprache, genau. Also die Minecraft-Sprache, ja. Wobei, nein, ich mache jetzt mal das andere. Und zwar wird aber auch ziemlich unkreativ bei mir sein. Ja, ich finde, das ist auch wieder ziemlich schwierig. Ich mache das mal so, dann ist das vielleicht ein bisschen cooler. So, so, so. So, nein, Quatsch. So, sehr leise. Das ist, finde ich, wieder zeitlich schwierig, das, was ich alles umsetzen will. Ja, das ist, man muss es schon sehr stark minimieren, die Idee. Was könnten wir hier bauen? Da hänge ich gerade erstmal fest an einem Ding, was ich hier hingepackt habe. Ich finde es ein bisschen blöd, dass man bestimmte Sachen nicht direkt so fertig haben kann, quasi. Ja, richtig. Das nehme ich mal. Und das nehme ich. Das zack. Dann mache ich das zack. Gibt es eigentlich irgendwo kleinere Knöpfe? Ach, Knöpfe. Kleinere Gegenstände? Das weiß ich nicht. Inwiefern kleinere? Also, dass die Blöcke quasi nicht. Die nehmen ja immer 4 ein. Dass die nur 3 einnehmen würden oder so. Ach so. Weiß ich nicht. Das ist scheiße. Mann, die Runde würde ich Hate kriegen. Meins ist auch, ich brauche einfach viel zu lange für das, was ich habe. Und es passt von den Größenproportionen bei mir auch überhaupt nicht. So. Weil es ist zu klein. Das ist noch zu klein und es ist trotzdem eigentlich schon zu groß. Das hat bei mir gewisse Ähnlichkeiten zu einer anderen Sache, die wir auch bauen mussten. Ja, bei mir auch. Aber das ist, glaube ich, normal. Ja. Ich mache es ein bisschen atmosphärisch, indem ich das hier einbaue. Scheiße, das geht nicht. Nein! Vielleicht so. Kannst du Teppich irgendwie quasi in der Luft platzieren? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Ich setz mal auf Stimmung. Auf entspannte Ambiente. Ich müsste theoretisch hier auch noch was. Fehlt was, scheiße. Ich muss irgendwas rein, aber hier passt nichts. Ach, was soll's. Macht absolut keinen Sinn, aber bei mir auch nicht. Mir fehlt. Das fehlt mir auf jeden Fall. Und dann noch. Ich finde das ein bisschen schade, dass man nicht irgendwie quasi den Boden eins wegnehmen kann. Ja, verstehe, ja. Ich hatte ja auch gerade so eine Idee. Wieso kann man Essbares nicht platzieren? Ja, das ist irgendwie, du kannst die Sachen quasi wegschmeißen, aber. Okay. Ah, Tatsache. Aber wow. Wenn du die berührst, gehen sie kaputt. Ja, toll. Merke ich gerade.
15 Sekunden noch. Wow. Nein! Nein! Verflucht! Nein! Ich wollte unbedingt noch was machen! Wie schlecht einfach bei mir. Oh. Mann, hä? Wieso gingen die Partikel denn jetzt bei mir nicht? Ich konnte die nicht in die Leiste ziehen. Vielleicht war es schon zu spät. Nee, das habe ich schon 10 Minuten vorher gemacht. Also 10 Minuten nicht. Ein paar Menschen werden da schön, aber... Ich hab... Ja. Das war voll die gute Idee, die ich noch hatte. Die Blümchen hätte ich auch machen sollen. Die habe ich ein bisschen vergessen. Es sieht aus wie so bei Harry Potter dieses Schachspiel, wo die so um Leben und Tod kämpfen müssen. Soll das eine Person sein? Ich glaube schon, ne? Das nicht geschafft, oder? Kann sein, aber... Sollten vielleicht zwei Kuchentörtchen oder so sein. Das Essen hätte ich auch noch droppen sollen, das habe ich auch nicht hingekriegt. Aber das irgendwie... Das Ambiente finde ich nett. Das war mir schon klar, dass das deins ist. Was hat das denn damit zu tun? Ja, das sieht für mich nicht nach aus. Psiit! Du hast es verraten! Aber okay. Ich verzeih dir. Ich weiß noch nicht, ob du das rauszensieren sollst. Ja, ich würde sagen schon, ja, ja, oder? Ich finde, die Blumen sind sehr passend. Ja. Und ich wollte halt noch Herzchen-Effekte einbauen. Oh, so aber es hat nicht kitschig, ey. Geklappt. Ich finde das gut. Das ist deins. Ja, natürlich ist das deins. Was soll das hier rechts sein? Das ist ein Picknickkorb. Ach so. Ja, ein bisschen überdimensional. Ja, natürlich, aber wie soll ich das denn so klein machen? Was ist denn das hier in der Luft? Ach so, ein Bild mit einer Kartoffel. Und einem Fisch. Aber ja, wie kriegen diese Kartoffelbilder hin? Die platzieren eventuell so viele Bilder, bis ein Kartoffelbild erscheint. Das kann ja sein, aber wie kriegen... Bilder gehen bei mir nicht mehr. Oh, ein Kuchen, das hätte ich mal sollen, eine Kiste. Ach, Kuchen ging! Ah, oh, gute Idee. Man lernt damit. Das Rest soll, glaube ich, ein Auto sein. Das ist ganz nett. Ist das ein Schweinepicknick? Ups. Aber okay, ich würde sagen, jetzt ist eh klar und vor allem müsste es jetzt die letzte Runde oder vorletzte Bewertung gewesen sein. Ihr habt es also wahrscheinlich schon erraten. Es ist Picknick. Und es geht weiter. Man hat viele mitgemacht. Das soll, glaube ich, nur ein Korb sein oder so. Mhm, aber... Der ist dann auch nicht besonders hübsch. Nee. Das war halt so ein bisschen das Problem. Man kann den Korb nicht so groß machen wie die Leute. So klein. Also so, beziehungsweise die Leute nicht so groß wie den Korb. Okay. Ja, los. Ah, Mann, ich bin immer so weit unten. Ich habe das Gefühl, ich bin unterbewertet. Aber ich bin noch vor dir. Na ja. Das ist der erste? So mittelmäßig, ja. Finde ich jetzt nicht so. Also die Bewertung finde ich dann teilweise schon ziemlich happig schlecht. Nun gut, machen wir einen kleinen Cut. Bis gleich. Bis gleich. Blinde Runde Nummer 2. Und wir müssen bauen. Miep. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung wie. Ich werde das sowas von... Einer schreibt schon bei. Ja, ich würde gerne mit dir gehen. Ich habe keine Ahnung. Nein, das sieht scheiße aus. ach Gott. In der Tat, Lars. Vor allem, dadurch, dass was wir machen sollen, da bräuchte man viel mehr Zeit wegen bestimmten Aspekten. Oh ja. Richtig. Die Aspekte, die Aspekte. Was, schon eine Minute um? Wollen die mich verarschen?
Alter, ernsthaft? Ja! Ich habe noch nicht mal wirklich angefangen. Meins wird wieder viel zu groß. Ja, meins auch. Ich weiß aber auch nicht, wie man das kleiner machen soll. Ja, und da sogar die Größe reicht bei mir nicht mal für die Details aus. Nee. Gott. Ich glaube, eins gehe ich noch höher. Man könnte denken... Desto mehr man baut, desto mehr Ideen kriegt man, aber keine Zeit, das ist scheiße. Ja, das ist das Problem. Man muss die Ideen quasi direkt am Anfang haben. Man kann, im Normalfall hat man dann halt auch nicht die Möglichkeit, die Ideen dann noch umzusetzen, weil man halt dann schon angefangen hat. Oh Mann, das wird knapp. Scheiße. Das bei mir eher was von dem anderen. Tier. Ich fast Was mache ich hier? Das sieht nicht mehr ansatzweise so aus wie das, was ich machen wollte. What the fuck, Markus? Was wird denn das? Das habe ich mich auch gerade bei mir gefragt. Scheiße, das sieht scheiße aus. Zwei Minuten? Oh boy. Ja. Genau das. Oh boy. Niemals. Ich werde nicht mal. Ich werde echt nicht ansatzweise fertig. Das ist doch blöd. Wie kann man denn sowas machen? Also, die Idee haben, dass man das umsetzen soll hier. Schneller, schneller, schneller. Schneller. Ich schaff's nicht. Ich schaff es nicht. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich schaff es nicht. Scheiße. Du wirst mich wieder so auslachen. Fuck, 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 fuck. Warum geht das passieren nicht? Was soll denn das? Kann es nicht passieren? Das ist so schlecht einfach nur. Warum mache ich das denn auch immer wieder so extrem kompliziert? Oh Gott, nicht mehr lange. Ich kann es wieder nicht platzieren. Was denn? Warum kann ich die scheiß... Ja, Steine, das geht nicht. Jetzt geht sie da. Wieso leckt sie bei mir? Keine Ahnung. Ich wäre froh, wenn es bei mir lecken würde. Dann hätte ich wenigstens eine Ausrede. Nein! Ich habe ein bisschen den Block abgebaut. Ich muss weinen, so schlimm ist das bei mir. Den Boden. 8 Sekunden für den Boden. Geschafft. Oh, bist Mann. Du echt fertig geworden? Nö, fertig? Nö. Es tut mir leid, ich werde das nicht das erkennen deins? Können. Hä? Ist das nein. Deins? Ich wäre froh, wenn meins so aussehen würde. Ernsthaft? Ja. Es ist einfach schlecht, ich habe nicht gewotet, weil ich so traurig bin über meins. Wieso nehmen die alle diese eine Farbe? Ich hätte eine andere genommen. Ja, ne? Sieht auch eher aus wie ein Fuchs. Findest du nicht auch? Ja. Ich darf mich eigentlich gar nicht beschweren. Das ist ein Löwe. Das ist ein Löwe. Alle. Einfach. Theoretisch müsste es explodieren. Es ist ja Thema verfehlt. Die Spinnenweben sind gut.
Das ist deins. Oh Mann. Sehr aber gut, es sieht nicht gut aus, nicht schlecht aus. Nicht gut aus, ja, der erste Gedanke zählt. Nein, das, ich finde das echt gut. Auch die Größe passt. Bei mir passt die Größe so gar nicht. What the fuck, vorne? Das sieht vorne aus eher... Wobei, soll das Maul sein? Hm? Ja, aber... Naja. Eher, ich finde, es sieht vom Körperbau erst eher wie eine Spinne. Und es hat irgendwie nur drei Beine. Ist das deins? Ja! Das sieht echt gut aus, wenn du einen Kopf noch hinbekommen hättest. Nein, schade. Das sieht richtig schlimm aus. Oh. Ja. Oh, das ist schade. Aber weil, nur weil man einen Schwamm benutzt hat, heißt es doch nicht, dass es ein SpongeBob ist. Sieht aus wie so eine Gazelle. Gott, Eine Gazelle. Das ist. Wenn deins nicht gewinnt, wäre das bis jetzt richtig unfair. Deins ist mit Abstand das Beste. Die kriegen von mir alle eine schlechte Bewertung, weil es einfach überhaupt nicht passt. Und nur meins explodiert, das ist unfair. Kitty Cat. Ist ja auch nicht mal falsch. Also inzwischen sollten die es, glaube ich, schon erraten haben, die Leute. Ja. Es tut mir leid, aber die Bilder sind, oder die Bauwerke sind so grottig, dass deins tausendmal besser. Komm, du musst einfach. Goofy. Stimmt aber, sieht voll aus. Ich finde, genau das habe ich aber auch gedacht an Krokodil. Irgendwie im ersten Moment von wegen des Mauls. Ja. Alligators aren't tigers either. Ja, ihr habt jetzt gehört, es sind Tiger, die wir bauen sollten. Es ist lächerlich, dass das gewonnen hat. Wo bist du? Warum bist du denn so weit unten? Tut mir leid, aber wir haben eine Runde erwischt, die können nicht voten, nicht vernünftig. Das fand ich jetzt nicht fair. Ich fand meins ganz gut. Ich fand auch deins war das mit Abstand Beste. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin. Ciao. Bis dann.